So, hier stelle ich euch mal eine Saft 335 Einwassermaschine vor. Die Maschine ist hervorragend geeignet, um ja, Portemonnaies, Taschen, Plan, Lederstücke mit einem Band einzufassen. Und ja, man kann auch halt normal nähen, wie man möchte. Aber das Besondere ist eben das Einfassen. Und das wollte ich euch nochmal zeigen. Ich hoffe, ich komme mit diesem Motor klar, weil ja, jeder Motor reagiert anders. Also schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, und so sieht es dann eingefasst aus. Funktioniert also hervorragend. Und wenn man jetzt normal nähen will, dann kann man das hier wegklappen, wenn es schnell gehen soll. Kann man halt ganz normal nähen. Also ist eine schöne Maschine, läuft hervorragend, zuverlässig, sauber. Ich als Servomotorenfreak würde natürlich über einen anderen Motor nehmen. Aber naja. So sieht es dann aus. So, hier habe ich jetzt nochmal 3 mm starkes Leder genommen und auch das näht sie gut. Auch vor und zurück. Selbe Stichloch. Also, wie gesagt, ich liebe diese Maschine. Also hier kann man es nochmal sehen. Alles sehr sauber. So sieht dann das Kedernähen aus. Wer meine Videos kennt, weiß, ich bin nicht so der Kedernäher, aber dafür ist das doch gut geworden. Ja, dabei ist, machen wir mal aus. Also hier ist alles komplett. Als Einfassergeschichte, Bandhalter, die Lampe und ja. Sehr schöne Maschine. Nadelsystem 134.
So sieht sie aus. Wer viel Einfassarbeiten hat, für den ist das immer eine Anschaffung wert. Und wer normal nähen möchte, der kann sich unter Umständen diese Platte hier nochmal ohne die Einfasserhalterung bei eBay kaufen. Oder auch größere Einfasser, also der hier ist für 10 mm Einfassband. Es gibt die aber in den verschiedensten Größen für kleines Geld. Einfach mal Pfaff 335 bei eBay eingeben und mal ein bisschen durchgucken. Aber da werden diese Einfasser auch angeboten. Ja, so viel zur Maschine. Und wie gesagt, ist wieder ein schönes Stück geworden. Für jemanden, der viel näht, alles zu gebrauchen. Ich bin begeistert von den Maschinen und ja, wenn ich nicht eine hätte, würde ich wahrscheinlich mir eine holen, weil es gibt nichts Besseres. So alt die Dinger und trotzdem so zuverlässig, sauber, das macht einfach nur Spaß. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, einen schönen Tag noch und man hört und sieht sich. Bis dahin, tschüssi.